na 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 Pac-Man! So, also ich halte eine Präsentation über Retro-Gaming. Tag, ich bin der Simon Augustin und man sieht, ich bin ein ziemlicher Freak. Eine PowerPoint-ähnliche Präsentation auf antike Hardware zu halten. So, also, ja, mal kurz anzureißen, warum blubbert das, weiß ich auch nicht. Also erstmal Geschichte, klar. Geschichte Arcade-Maschinen, Geschichte Heimkonsolen. Dann Technik, wie bekommt man ein Bild auf dem Bildschirm? Also wie kann man es machen, dass man mit Chips oder sogar nur Transistoren ein Bild erzeugt, elektronisch, digital? Dann natürlich noch das Lebensgefühl, wie war das damals? Gut, okay, das kann ich nicht so hundertprozentig super toll wiedergeben, ich war nicht dabei. Aber also den Videogame Crash, den überspringe ich, weil sonst gerate ich vollkommen in den Verzug, den können wir nachholen. Dann natürlich, warum macht man sowas wie Retro-Gaming, warum gibt es das überhaupt, was ist so toll daran, und die Home-Moon-Demo-Szene. So. 1958 hatten ein paar Studenten zu viel Zeit und haben sich gedacht, ey, unser Tag der offenen Tür ist echt langweilig, wir bauen mal was. Was bauen wir? Sie haben sich dann Tennis for Two gebaut. Ah ja. Interessant ist, dass die Simulation da, dass meine Simulation gerade mal doppelt so schnell läuft wie der Rest. Das sieht man, oder? Dass da zwei Bots Tennis vor dem spielen. Oder ist der Fernseher im Weg? Ah ja, genau. Also wie gesagt, das ist im Prinzip mit Analog-Equipment und einem Oszilloskop als Bildschirm. Kann man das sehen? Ja. Ja, ja. Okay, sieht man. Ja. Und ja, und ich, was ein bisschen doof ist, ist, als ich das letzte Mal eine Retro-Computing-Präsentation gehalten habe, 2009, habe ich ein cooles Foto gefunden, wo vor diesem Aufbau, den wir eben hier gesehen haben, auf dem letzten Bild, wo dieser Aufbau zu sehen war, da waren zwei Reihen von alten Herren jenseits der 50 in grauen Anzügen mit Hüten, die standen da und die beiden vorne so eingefroren in dieser Pose. Und das muss Spaß gemacht haben. Ne, ja. Und Space War war halt auch ein ziemlicher Hit, ziemlich cool. Alle Studenten fanden das cool. Ne, das waren halt alles so Physikstudenten und so. Dann haben wir das K-Space Duel unter Linux. Tja, spielen und gleichzeitig Kamera halten ist ein bisschen. Sorry, dass die Kamera so war. Ist jedenfalls ein relativ moderner Clone von dem Spiel. Das Gameplay ist praktisch dasselbe. Ja, also die Typen, die das gemacht haben, haben sich gedacht, hey, das ist ein cooles Spiel. Wir müssen versuchen, das an den Mann zu bringen, dass mehrere Leute das spielen und Geld dafür ausgeben. Also haben sie den Arcade-Automaten Space War gebaut, ohne Computer. Computer waren damals einfach zu teuer. Also haben sie es in Logik gemacht, aber Logik ist schwer zu programmieren. Ja. Die Leute, die das Ding designt haben, haben definitiv zu viel Star Trek geguckt. Da war dann nicht auch den Link da, oder Solid Green im Film? Ja, in Solid Green ist so eine im Hintergrund zu sehen. Ja, also das Problem ist, das Ding floppte, weil das Gameplay war einfach zu hart für Otto Normalverbraucher, der in seinem Leben noch nie ein Videospiel gesehen hat. Es sei denn, er gehörte zu diesen alten Herren in grauen Anzügen, die mittlerweile wahrscheinlich alle verstorben waren. Und die Steuerung, wie man sieht, ist viel zu kompliziert. Nach links drehen, nach rechts drehen, Schub und Feuer, das ist zu kompliziert, sorry. Spiel ist nur für einen? Was? Also ist so für einen Spieler, ja. Aber ich muss mal gucken, ob die Farben in Ordnung sind oder zu knallig. Also war der zweite ein Bot? Ja, beziehungsweise die beiden da sind Bots. Und das ist der Spieler und die beiden da sind Bots. Und das Ganze ist mit Logik-Chips. Also im Prinzip alles nur und oder nicht Gatter. Das heißt, wir haben also keinen Speicher, wo Bitmaps drin sind, sondern wir überprüfen, ist der Kathodenstrahl zu dieser Zeit an diesem Ort. So, also das war zu kompliziert, deswegen
haben sie, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, die Leute, die diesen Automat gebaut haben, waren auch an Pong involviert und haben dann Atari gegründet. Davor hieß es nur anders. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich war ein bisschen zu faul, das nochmal nachzuforschen. Jedenfalls, Pong ist viel einfacher. Man hat einen Knopf, da kann man dran drehen und dann bewegt sich der Schläger rauf und runter und mehr kann man gar nicht. Wenn man nichts tut, spielt sich das Spiel selber, sodass, wenn man dran vorbeikommt als normaler Mensch, sieht man, oh, darum geht's in dem Spiel, das begreift man relativ schnell. Und das Ergebnis war, dass der Prototyp nach 12 Stunden irgendwann nicht mehr funktioniert hat und der Barbetreiber hat gesagt, euer Wunderkasten funktioniert nicht mehr. Und dann kam der Typ mit dem Schlüssel, macht das Ding auf und wusch, die ganzen Münzen raus. Die hatten, in dem Prototyp hatten die nur eine Milchtüte als Münzauffanglager und als das Ding übergelaufen sind, sind die Chips auf die Hauptplatine und ja, das Ergebnis war, dass das Ding halt nicht mehr funktioniert hat. Aber weil das nur Logikpegel sind, nehme ich sehr stark an, dass als sie die Münzen da wieder runter haben, das Ding sofort wieder funktioniert hat. Also das Mainboard von Pong ist jedenfalls verhältnismäßig einfach. Ich hab's auch weiter. Hier, das ist das Mainboard von Computer Space. Das ist ein bisschen komplizierter. Und es ist keine CPU da drin. Ja, so sieht eins von diesen Boards aus. Und Pong ist halt viel einfacher. Also das Problem mit Logikboards ist, sie sind schwer zu entwickeln. Als ab 75 CPUs eingesetzt werden und man im Prinzip die Dinger nur noch programmieren muss, auch das ist zu weit, sinken die Kosten für die Herstellung, es sinken die Kosten für die Entwicklung, weil man kann jetzt sich an ein Bildschirmterminal setzen und einen Programmcode eingeben, den kann man im Prinzip sogar simulieren lassen und gucken, ob irgendwelche Fehler drin sind und dann brennt man ihn auf einen ROM und stellt den Automaten hin und das Spiel floppt fürchterlich und dann sagt man sich, schade, aber ich habe nur die Entwicklungskosten für die reine Programmierarbeit versenkt. Die Konsole, die ist nicht verschenkt, ich ziehe einfach den ROM raus, programmiere ein neues Spiel, das vielleicht besser ankommt, tu den ROM da rein und habe dieselbe alte Konsole, die floppte. Und die Leute spielen es jetzt aber, weil sie das Spiel viel besser finden. Das ist übrigens bei Donkey Kong wirklich passiert. So, das Ergebnis ist jedenfalls, durch die CPUs und die geringeren Entwicklungskosten und vor allem die geringeren versenkten Kosten, wenn ein Spiel floppte, haben sich die Hersteller endlich mehr getraut und mehr verschiedene Spiele rausgebracht. Und inzwischen sind auch die normalen, der spielende Mensch auch daran gewöhnt, dass es Videospiele gibt. Und ist auch bereit, sich mit komplizierteren einzulassen. Und der Entwicklungszyklus beschleunigt sich und das Ganze hebt ab und wird zum Selbstläufer. So, ein Schritt ist, um mehr Geld zu machen, hat Atari Pong ins Wohnzimmer exportiert. Das war im Prinzip also so eine Konsole. Da war Pong drin und vielleicht noch ein paar andere. Und Magnavox Odyssey habe ich jetzt ganz unterschlagen. Die kommt ein bisschen später, obwohl sie eigentlich schon da ist. Also immerhin, wir haben immerhin 73 oder so. Die Odyssey, die kam Ende 71, Anfang 72 so neben Dreh rum raus. Ne? Und ja, dann sagt die Industrie, okay, mit Pong kann man jede Menge Geld verdienen. Also stellen wir jetzt Mikrochips her. Wo das ganze Pong drauf ist. Das kostet nichts und die Hersteller können immer noch größere Geldbeträge verlangen und machen natürlich Riesengewinn. Aber wenn du ein neues Spiel spielen willst, musst du dir eine neue Konsole kaufen. Aber die meisten Konsolen hatten Pong drin und sahen aber auch schon ganz schön unterschiedlich aus. Also im Prinzip, es gibt über 1000 verschiedene Konsolen, auf denen Pong drauf ist. Und in den meisten davon ist dieser Pong on a Chip drin. Und erst 76 kam dann Spiele mit ROM auf austauschbaren Medien, Channel F. Also ich habe hier zwei Pong-Konsolen, habe ich selber. Ja. Sieht gut aus, das Bild. Das meiste hier hat irgendjemand irgendwann mal weggeschmissen. Und man kann so ein paar Sachen einstellen, Optionen. Das Ding hat keinen Müllzug drauf, sonst würde ich jetzt vorspulen.
der eingebaute Modulator von den Lehren überzeugt nur Bild, keinen Ton. Der Ton macht dann. Naja. Ja, da waren Lautsprecher eingebaut. So, man kann halt die ganzen möglichen Sachen, Geschwindigkeiten einstellen. Also man kann Geschwindigkeiten einstellen, Schlägergröße und das kann man zur Laufzeit verändern, was bei CPU-gesteuerten Spielen eher nicht geht. Dass man einfach, habt ihr das gesehen, im Betrieb Spiel umgeschaltet, ohne dass es neu gestartet hat oder ohne dass sich irgendwas verändert hat, außer den zusätzlichen Parametern. Was ist der höchste Spielwert, den man erreichen kann? 15. Ganz einfach, 4 Bit pro Spieler. Und sobald 15 erreicht ist, werden die Schläger durchlässig. Beide. Hier ist es so, bei Squash ist es so, dass die beiden Spieler sich abwechseln. Einer ist immer durchlässig und der andere muss immer den Ball fangen. Jetzt nochmal mit Ton ohne Bild. Ja. Einschalten wäre eine Idee. Okay. Einschalten wäre eine Idee. Ist halt einfach Rechteck. So, ach genau, die Schwärme von Pong-Konsolen. Okay, jetzt kommen wir zum Grafikmodell, nämlich wie kriegen wir ein Bild auf den Bildschirm. Ja, ein Fernseher besteht aus einer Bildröhre. Die Bildröhre hat eine Strahlenkanone, die erzeugt einen Punkt, der sich magnetisch ablenken lässt. Jetzt sind da normalerweise zwei Oszillatoren drin, die Rechteckwellen, Sägezahnwellen generieren, Entschuldigung, habe ich nachher noch ein Modell von, um diesen Punkt abzulenken und die Helligkeit des Punktes zu modulieren. Also wir bauen uns einen Schaltkreis, der anhand der Position des Kathodenstrahls, also das kann man beispielsweise mit analogen Komparatoren machen oder auch mit digitalen Zählern, wahrscheinlich hier ist es sehr sicher mit einem digitalen Zähler gemacht, wird halt, also statt eine CPU zu haben, ist im Prinzip einfach, befindet sich der Kathodenstrahl jetzt gerade da, wenn ja, dann weiß, ansonsten schwarz und das macht richtig, sowas zu entwickeln macht richtig Spaß. Also zwei Punkte einfach, drei Punkte geht noch, ab dieser Menge an Punkten wird es schwierig. Was ist das jetzt? Das ist Gotcha. Ein relativ seltenes Spiel. In dieser einen Big Bang Theory Folge, wo die im Keller eingeschlossen werden, kann man den Automaten im Hintergrund sehen. Diese beiden Punkte da sind Spieler und die müssen versuchen, sich zu fangen. In einem sich verändernden Labyrinth. Also ihr seht, das Piepen wird schneller, genau. Ah, okay. Genau, dann haben wir Rastergrafik, das Pixel... Ach, ich zeige einfach mal die nächste Folie. Ah, ne, Quatsch. Wir sind hier gerade bei, genau, schwer zu entwickeln. Rastergrafik benötigt viel Speicher oder es sind sehr klotzige oder ruckelnde Bewegungen. Komplexe Grafik ist möglich, aber Speicher ist teuer. Ein Byte kostet eine Mark um 1975. Das heißt, wenn wir NTSC 640x480 mit einer Farbe, nämlich schwarz oder weiß, also mit zwei Farben, schwarz oder weiß, darstellen wollen, dann habe ich das mal ausgerechnet. Dass das, ich glaube, um die 40.000 Mark gekostet hätte, sowas, da kriegt man schon ein gutes Auto für. Ja, und deswegen macht man das ganz einfach so, dass man es dann klotzig macht. Das Problem ist, für eine Bewegung muss man den ganzen Speicherbereich kopieren, dann gibt es Sprite-Grafik, keine Hintergründe, aber dafür schnelle Bewegung und wenig Speicher. Und dann gibt es noch Vektorgrafik. Damit kann man zwar Linien zeichnen, aber sonst nichts, aber Linien sind einfach zu zeichnen und 3D, für 3D braucht man nur noch die Endpunkte berechnen. Und das würde auf einem von Kids Bildschirmen so viel geiler aussehen. Da haben wir die beiden Oszillatoren, die im Fernseher sind. Oh, Turbofeuer ist noch an.
Da. So, okay, jetzt kann ich es richtig verlangsamen. Da sieht man die beiden analogen Komparatoren. Das ist relativ, sowas ist relativ einfach umzusetzen. Ah! Ah, okay, jetzt bin ich out of sync. Ich hätte das hier doch zeigen sollen. Das ist ein typisches, das ist ein typischer Rasterbasierter, das ist ein Channel F. Oder Saba Videoplay. Das Ding ist die erste Spielkonsole der Welt mit Mikroprozessor. Und es ist komplett, hat komplett Rastergrafik und die einzige Chance, wie die es geschafft haben, 2 Kilobyte. Die 2 Kilobyte RAM, die man dafür braucht, für dieses Bild. Das zu verkaufen, dass es nicht 2000 Mark kostet, plus das, was der Rest der Konsole kostet, haben die Factory Reject Ausschuss RAM Chips verwendet. Das Ergebnis ist, dass wenn die Konsole warm wird, dass dann Geisterpixel auftauchen. So, jetzt achtet auf Hangman, der flimmert gleich furchtbar. Und das ist der Nachteil an der Rastergrafik. Das ist also das beliebte Lunar Lander. Bruchkälter als er. So, das ist Sprite-Grafik. Da hat man sehr viele flüssige Bewegungen gleichzeitig auf dem Bildschirm, aber leider kann man außer sehr vielen flüssig bewegenden Objekten gleichzeitig auf dem Bildschirm sonst nicht viel auf dem Bildschirm haben. Was sind denn Sprites? Ein Sprite ist ein bewegliches Grafikobjekt. Seht ihr dieses Auto da? Das ist ein Sprite. Seht ihr diese weißen Punkte da? Das sind alles Sprites. Also quasi einzelne Grafikobjekte, die dann verschoben werden. Ja, die Sache ist die, ihr benutzt alle PCs und der einzige Sprite, den ihr bei einem PC seht, ist der Mauszeiger. Ein Sprite kann unabhängig von der Hintergrundgrafik bewegt werden. Das heißt, wenn ich ein Sprite bewege, muss ich die Hintergrundgrafik nicht neu berechnen. Das geht aber nur, wenn ich Hintergrundgrafik habe. Hier habe ich keine Hintergrundgrafik, kann ich mir das neu berechnen sparen. Aber es ist natürlich klar, dass man Vektorgrafik und Sprite-Grafik kombinieren kann. Und dann die Nachteile von beiden los wird, mit einem Schlag. Geht denn Vektorgrafik auf so einem normalen Fernseher? Nein. Nee, Vektorgrafik geht auf so einem Fernseher nicht. Deswegen benutze ich dann auch gleich, deswegen filme ich dann auch gleich einen Emulator ab. Na, er kann schon relativ viel auf dem das ist übrigens ein VC 4000. Es kann schon relativ viel auf dem Bildschirm sein und das ganze Ding hat 37 Byte RAM. Sprite Pointer inklusive. Und das Einzige, was bei Sprite Grafik möglich ist, dass da jetzt von dem UFO ein Stück fehlt, ist, weil es im Sprite ROM vorprogrammiert ist. Sprites bedeutet keine Bitmaps. Man kann einzelne Pixel nicht individuell setzen. Mit Rastergrafik geht das. Wenn man Sprite mit Rastergrafik kombiniert. Sind doch nicht ganz nutzlos. Hat ja nicht jeder einen Arcade-Automaten zu Hause. So, ich müsste nur Start ist. Ah ja. Also das ist Asteroids. Das ist Vektorgrafik. Also ich meine, es ist natürlich Rastergrafik, aber er emuliert Vektorgrafik, weil das Original Vektorgrafik benutzt. Also die Originalspielkonsole benutzt Vektorgrafik und wenn ihr Asteroids auf einem echten Arcade-Automaten seht, dann könnt ihr wirklich so dicht mit dem Auge davor gehen. Ihr könnt eine Lupe nehmen, ihr seht keine Pixel. So, und wie man schon sieht, 1980 fette 3D-Grafik. LCD-Bildschirme haben ihre Nachteile. Naja. Also was wir hier haben, ist, wir bauen uns die beiden Oszillatoren, die im Fernseher den Kathodenstrahl ablenken, nach, lassen sie Synchronsignale generieren, damit sie mit... ganz einfach 3D-Grafik bauen. Damit sie mit den Oszillatoren im Fernseher mitschwingen, oder genau gesagt, den Oszillatoren im Fernseher ihre Synchronsignale aufzwingen, weil sonst würde das Bild ja durchlaufen. Ah, Junge, jetzt ist er abgestürzt. Nee, doch nicht, der Emulator ist nur eingefroren. Deswegen steht der Emulator an. Echte Konsole macht das nicht.
Ja, das heißt, wir haben jetzt also durch diese beiden Oszillatoren in unserer Spielkonsole haben wir eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wo sich der Kathodenstrahl jetzt gerade aufhält. Unser Fernseher hier hat eine Auflösung von 8x6 Pixel. So, jetzt nehmen wir hier zwei analoge Komparatoren. Das sind vier Transistoren und eine Reihe von Widerständen. Mit den Widerständen kann man übrigens die Genauigkeit festlegen, nämlich sagen, okay, ich will es genau bei 0 haben, dadurch entsteht dann halt ein extrem kleiner Punkt auf dem Fernseher. Oder wir sagen, okay, ist irgendwo in der Nähe von 0 und damit können wir halt die Punktgröße einstellen, was bei dem Magnavox Odyssey 1 auch gemacht wird. Ja, und so, also wie gesagt, so ein analoger Komparator ist sehr einfach zu bauen. Und die beiden haben dann Ausgangssignale und das wird verrundet, wenn beide gleichzeitig fallen. Und dann sehen wir, einen Punkt, der RH feuert immer, wenn die Spalte stimmt, und der V feuert immer, wenn die Zeile stimmt. Und wenn beide gleichzeitig stimmen, klar, dann wird der Punkt hell getastet. Nein! Guck dahin. Was war das jetzt? Ich bin auf A gekommen und hab die nächste Folie eingeblendet, soweit wollte ich noch nicht. Okay. Ich wollte den Punkt steuern. Guck, ich kann den Punkt woanders hin bewegen, indem ich die Otis verändere. Ja. Und wenn der Kathodenstrahl das nächste Mal dran vorbeikommt, zeichnet er den Punkt mehr. Sieht man nicht, weil das so schnell ist, ne? Ja, normalerweise sieht man sich, aber hier ist kann ich den Kathodenstrahl so langsam machen, dass man es sieht. Also, dass es gepixelt hat, liegt daran, dass der Bildschirm gepixelt hat. Beim echten Arcade-Automaten wird man sehen, dass das Spiel keine Pixel hat. So, okay, hier haben wir ihn. Das ist der Magnavox Odyssey Schaltplan und wie man sieht, das ist furchtbar einfach. Hier haben wir den Ballgenerator, das sind vier Transistoren und eine Handvoll Widerstände. Oh, du brauchst das nicht, ich habe das doch gerade erklärt. Ja, das kommt gleich. Das kommt gleich. Hier ist der horizontale Sync-Generator und der vertikale Sync-Generator, von denen ich erzählt habe, die dieses schöne Sägezahlsignal erzeugen. Gate Matrix ist einfach nur ein Dioden-Oder-Gatter, weil sowas einfach scheiß einfach ist. Rifletronics ist dieses fette. Was machen wir damit? Wir haben jetzt einen Schaltkreis, in dem wir einen Punkt auf den Bildschirm zeichnen können. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen das Ganze mal zwei, haben zwei Poti, zwei Joysticks und zwei Punkte auf dem Bildschirm. Genau, aber um zwei Punkte auf dem Bildschirm zu bekommen, müssen wir die Und-Ausgänge der beiden einfach verodern und schauen nochmal zwei Punkte, die sich fangen können zum Beispiel. Wenn du jetzt zwei kleine Kinder an dieses Ding setzt, dann werden die ziemlich schnell auf die Idee kommen, dass man sich fangen kann und das macht einen Heidenspaß für 5 Minuten. So, was man natürlich noch machen kann, ist, wenn man die beiden Und-Ausgänge nochmal verrundet, dann haben wir eine einfache Kollisionserkennung. Da kann man zum Beispiel jetzt was dranhängen, was Beep macht, wenn der eine den anderen gefangen hat oder dass der andere nicht mehr gezeichnet wird. So, jetzt kopieren wir das Ding, machen wir nochmal Copy and Paste, aber statt zwei Potis dran zu hängen, hängen wir zwei extrem langsame Oszillatoren dran. Jeder von diesen Oszillatoren hat einen Flip-Flop, das man hier sehen kann, das die Wellenform einfach rumdreht. Auch das ist elektronisch relativ einfach zu machen. Das können beide. Der X-Oszillator dreht bei einer Kollision mit einem der beiden Poti-Spieler, also mit einem der beiden menschlichen Spieler, Kollision dreht das Ding um. Beziehungsweise der eine Punkt kippt es immer auf so und der andere Punkt kippt es immer so, wenn das wird. Jetzt haben wir einen Punkt, der von links nach rechts über den Bildschirm geht und wenn er einen Spieler trifft, kehrt er um. Wenn er den Spieler nicht trifft, geht er einfach weiter, geht aus dem Bildschirm, kommt auf der anderen Seite wieder rein. So, und dann haben wir den vierten Oszillator, der schließen wir natürlich an Y-Richtung an und lassen ihn jedes Mal kippen, wenn hier eine 0 kommt.
Dadurch haben wir einen Ball, der, nicht, der von links nach rechts und von oben nach unten sich bewegt. Und somit müssen die Spieler sich bewegen, um den Ball fangen zu können. Und schon haben wir Pong. So, jetzt könnt ihr zum Zimmermann gehen und euch für 2,50 Euro Komponenten kaufen, um Pong zu bauen. So, ein Problem dabei ist, das ist einfach, aber was ist, wenn wir mehr haben wollen? Wir brauchen für jedes Pixel von irgendwas, was wir zeichnen, brauchen wir so ein Ding. Und das ufert sehr schnell aus. Abgesehen davon, dass diese Oszillatoren dann irgendwann nicht mehr stabil sind, je mehr Last wir dranhängen, desto ungenauer werden die. Und dann knickt es irgendwann ein, irgendwann wissen wir nicht mehr, wo der Kathodenstrahl ist und irgendwann läuft uns das Bild davon. Das wollen wir in der Arcade nicht, deswegen nehmen wir einfach eine ganze Kette von T-Flip-Flops und klemmen die hintereinander und lassen es digital zählen. Also wie man sieht, genau. Jetzt, das Problem ist, wir haben halt jetzt Pixel, aber das hatten wir vorher auch schon, wobei, nee, vorher hatten wir eine unendliche horizontale Auflösung. Das ist Pong, genau, das ist Atari Pong, der Schaltplan. Und ja, und ich wollte es sagen, ja, der deutlich größere Teil des Mainboards ist tatsächlich für die Anzeige der Punktetafel verantwortlich und der kleinere Teil zum... Ne? Also das funktioniert jetzt relativ einfach hier. Wir nehmen einen Analog-Digital-Wandler, die analogen Komparatoren da sind jetzt keine analogen Komparatoren mehr, sondern die hängen an dem Zähler, das heißt diese Leitungen sind jetzt drei Leitungen, weil wir 3-Bit haben. In Realität sind es natürlich sehr viel mehr als 3-Bit, aber hier reicht 2-Bit. Und wir nehmen dafür UND-Gatter. Und schon haben wir das genau dasselbe, nur stabil und wir können so viel dranhängen, wie wir wollen. So, wie kriegen wir Rastergrafik hin? Wir ersetzen die Logik einfach... Oh, stopp. Oh, schade, da wollte ich es nicht anhalten. Jetzt bin ich wieder zu weit, habe ich wieder zu langsam reagiert. Genau. Das heißt, wir ersetzen das jetzt durch einen Arbeitsspeicher und... hängen den H-Zähler und den V-Zähler einfach an die Zeilen und Spalten des Arbeitsspeichers und lassen den auslesen. Die CPU kontrolliert, was in dem Speicher steht und der Speicher kontrolliert die Helligkeit von Kathodenstrahl. Und was die CPU in den RAM schreibt, darüber haben wir die volle Kontrolle als Programmierer. So, Sprite-Grafik sieht ein bisschen, ist schon wieder komplizierter. Da haben wir jetzt einen Display-Controller, der hat den H- und den V-Zähler plus zwei weitere Zähler, die jeweils bis 8 zählen können, beziehungsweise einer bis 8, der andere bis 6. Und zwar überprüft der. Ist die Position vom Sprite-RAM identisch? Also unser Fernseher hat jetzt 64 x 48 Pixel Auflösung. Ist die Position von diesem Zähler identisch mit diesen Koordinaten? Wenn ja, schalte Zähler Nummer 3, der bis 8 zählt, auf den Grafikraum und lass ihn mitlaufen. Also so, dass die beiden für 8 Pixel lang laufen die praktisch mit und lesen die Informationen aus dem Grafikraum. Weil RAM ist sehr teuer und ROM ist nicht sehr teuer. Und wenn das letzte Pixel gezeichnet ist, hör auf zu zeichnen und warte, bis die X-Koordinate wieder stimmt, zähle die Y-Koordinate hoch, lese die zweite Zeile, ausschalten, dritte Zeile, ausschalten, vierte Zeile und so weiter. Und ja, wir haben Sprite. Vektorgrafik. Okay, Vektorgrafik ist somit das Einfachste. Wir brauchen einen wirklich, wirklich hochwertigen Digital-Analog-Quantler. Und der kontrolliert direkt, also genau genommen, wir nehmen den Fernseher, schmeißen die ganze Ablenkelektronik raus und bauen unsere eigene. Und damit können wir diesen Punkt direkt ablenken und können jedes beliebige Muster zeichnen auf dem langsamsten Vektorgrafikbildschirm der Welt. So, genau, was kam danach? Ab 1980 kam Farbgrafik auf. Farbfernseher waren damals extrem teuer und so langsam aber sicher fielen die Preise. Vorher hat man, abgesehen davon, jetzt haben wir Ende der 70er, Arcade-Industrie boomt. Es hat angefangen richtig einzuschlagen. Die Hersteller haben gesehen, okay, mit Arcade-Konsolen lässt sich Geld verdienen, also sind wir auch bereit, noch mehr Geld dafür auszugeben, coole Konsolen zu bauen.
Damit die Kiddies die Dinger auch spielen, müssen die natürlich besser aussehen und coolere Sachen machen können als vorher. 3D-Vektor-Grafik überall, also so 3D ist ja überhaupt das Verkaufsargument, ist ja heute auch so. Die Aufwände, um nie gesehene Effekte zu erzeugen, steigt. Die Konsolen haben extra Hardware für 3D, genau, jetzt hier. Da ist in dem Ding ist ein extra, das ist Turbo übrigens von Sega, da ist eine extra Platine drin, die diese, die an der Seite diese Texturen skaliert. Also man schummelt, wo man kann, weil echtes Raster 3D ging erst Anfang der 90er, davor hatte man nicht genug Rechenpower dafür. Was hat die Arcade-Industrie noch gemacht? Exotische Steuerung, Dinge, die man daheim nicht machen konnte. Kannst du dich daheim in ein Rennauto setzen und du wirst in die Kurve geschleudert von dem Teil, mechanisch? Nö. Das ist jetzt auch dran. Oder Motorradfahren? So im Sinne von, du hast keinen Joystick oder ein D-Pad, sondern du sitzt auf einem richtigen Motorrad, kannst dich in die Kurven neigen und hast dazu noch einen riesigen Rückprojektionsbildschirm. Oder willst du einen Düsenjet fliegen und den Eindruck haben, so richtig... Dann lass dich von dem Teil rumschleudern. Das bewegt sich. Ich habe sogar nachher noch bewegte Aufnahmen davon aus Terminator 2. So, was, wie war das Lebensgefühl? Okay, jetzt kommt's. Ich habe hier zwei Videos, so bekannte Videos. Also es gab kein Internet, es gab keine Handys. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Zeit und ich hätte es nicht vermisst, wenn ich gewusst hätte, dass es mal gibt. So, übrigens die ganzen Leute, die da gerade rausgestürzt sind, das sind alle Schulkinder, weil die Schule anfängt. Der hat es irgendwie noch nicht gepeilt und ein paar von den Leuten, die drin sind, haben es auch nicht gepeilt, weil diese Videospiele machen süchtig, wenn du davor sitzt und du hast gerade ein frischen Vierteldollar eingeschmissen, dann willst du da nicht mehr drin zocken? Also was macht man so? Da. Das sind soziale Events, man trifft sich in den Arcades, weil da gehen alle Leute hin. Da geht man hin, knackt sich gegenseitig die Highscores. Und dann gab es auch diese Multispieler-Arcade-Automaten, wo man sich zu mehreren dran setzt, im gleichen Spiel zu zocken. Also viele Sachen, die man daheim nicht machen konnte. Und die Dinge hatten die Grafik auf dem neuesten Stand der Technik. Daheim hatte man Konsolen, die waren meistens jämmerliche Abklatsche davon. Übrigens, dieser Roboter hat auch einen 6502 als Prozessor, genau wie diese Spielkonsole hier. So. Nein, das ist kein State-of-the-Art-Videospiel von 1992, das ist ein State-of-the-Art-Videospiel von 1980. Missile Command. Hier, Afterburner. Die Bildröhre dreht sich, wenn man zu den Kurven lädt. Hey, kennst du diesen hier? Nee, kenn ich nicht. Guckt euch dieses Ding an! Ich hoffe, die haben eins morgen in diesem Arcade-Museum. Ich hoffe so, die haben eins. Aber ich will es nicht warten müssen. Glaubt mir, ich will es nicht reparieren müssen, wenn es kaputt geht. Da war Space Invaders. So. Ah ja, okay, genau. Wie gesagt, Fernseher waren teuer. Dieses gute Stück hier hat um die 2500 Mark gekostet. Rechnet mal aus, was das in heutigem Geld ist und was die Leute damals verdient haben und wie lange jemand sparen musste, um sich so einen Fernseher leisten zu können. In der Größe. Ich meine, wenn ihr da einen Fernseher daneben stellt von heute, der 500 Euro kostet und das Bild ungefähr, nehmt die rechte untere Ecke als rechte untere Ecke, das Bild ist ungefähr so groß, dann, ja, wir haben uns irgendwie weiterentwickelt. So, also das Ergebnis ist jedenfalls von zu Hause ist, die Kinder blockieren den Fernseher der Eltern, weil nur sehr wenige Menschen zwei Farbfernseher haben. Jetzt weiß ich wieder, in Zurück in die Zukunft 1, wo der in den 50ern landet. Und von wegen so, habt ihr auch einen Fernseher? Ja, wir haben sogar drei. So, kein Mensch hat drei Fernseher. Na? Also das meiste von dem, was hier steht, habe ich euch sogar schon erzählt. Die Dinger... Wenn ein Arcade-Maschinenhersteller ein neues Spiel entwickelt, dann entwickelt er auch extra neue Hardware dafür. Die Dinger können dieses eine Spiel. Und die sind dafür entwickelt, dieses eine Spiel zu können. Und die können kein anderes. Oder andere Spiele können sie sehr schlecht.
Ja, aber dafür können sie dieses eine Spiel so gut, dass das keine Heimkonsole jemals können wird. Naja, C64, Amiga, naja, was danach halt kam. Aber nichts zu dieser Zeit. Ja, das ist halt so, sie sind dafür gedacht, schnell zu veralten praktisch. Oder zumindest, sie sind nicht dafür gedacht, schnell zu veralten, aber sie veralten halt schneller. Du gehst in die Arcade zum Zocken, Freunde treffen, daddeln natürlich und gucken, ob es was Neues gibt. Neue Spielkonsolen. Ja, und dann haben wir halt also Sachen, die locken wir natürlich mit Sachen, die man daheim nicht kann. Heimspielkonsolen müssen Alleskönner sein und Alleskönner sind natürlich zwangsläufig, ja, nicht speziell, allgemein, langsam, primitiv. Aber dafür können sie alles. Genau. Das habe ich übrigens mit dieser Uraltkamera da hinten gefilmt. Da sieht man schon richtig schön, ich krieg's nicht scharf und alles geistert so hinterher. Die sind selten. Ein Megahertz, Baujahr 1982. Cool, was ging, oder? Das ist Cosmic Causeway 87. C64 gab es da noch eine Vierteil-Variante. Selbe Maschine, anderes Design, moderneres Design. Jetzt mal ehrlich, der Brotkasten ist hässlich. Mein Softwareangebot für den Commodore Amiga hält sich leider sehr in Grenzen. Ich habe zwar so eine Kiste mit Disketten, aber die meisten davon sind nicht mehr lesbar. So, woran erkennt man ein schlechtes Amiga-Spiel? Du schiebst es rein und es lädt. Woran kennst du ein gutes Amiga-Spiel? Du schiebst es rein. Guru Meditation. So. So, und ich habe hier auch schon das Handling drin, aus dem Grund, weil, mach das mal mit einem Emulator. Ein Emulator gibt dir nicht das Gefühl, die Maschine zu haben. Du hast nichts zum Anfassen. Du hast deine Tastatur, die du für jedes andere System auch hast. Du hast keine speziellen Controller. Du hast dieses naja gut, okay, wenn du weit genug vom Fernseher wegsitzt, siehst du auch dieses Geflirren nicht mehr. Steck das Spiel rein. Was ist der Controller denn da? Also man sieht auch schon, wie die Grafik sich weiterentwickelt. Mehr Farben. Am Anfang habe ich ja gesagt, von wegen 40 Kilobyte, um ein Schwarz-Weiß-Bild zu erzeugen, ohne Graustufen. Um vier verschiedene Farben anzuzeigen, braucht man das Doppelte. Für 8 Farben nochmal das Doppelte. Der Speicher wurde billiger, also konnte man mehr Farben anzeigen. Ja, versuch mal zu filmen und gleichzeitig zu spielen, das ist nicht einfach. In meinem ersten Run war ich sehr viel besser, weil im ersten Run ging die Demonstration von allen Spielkonsolen irgendwie 12 Minuten. Oh, hier! Was ist diese? Das ist ungefähr ein Jahresgehalt in Taschengeld. Und du gibst dein Taschengeld nicht nur für dieses Spiel aus, du willst ja auch Süßigkeiten kaufen. Und in meinem Fall Audiokassetten, Leerkassetten zum drauf aufnehmen. So, hier, das ist der Channel F, hatte ich vorher gezeigt. 49 Mark. 2 Kilobyte. 49 Mark für 2 Kilobyte ROM.
Das Spiel ist sowieso das Geilste. Was ist das? Das da, Donkey Kong Country. Ist besser als die Wii-Version. Obwohl die Wii-Version schon wirklich sehr dicht dran ist, aber sie haben ein paar Sachen verkackt. Beispielsweise springen. Wenn du von einem Gegner hoch abspringen willst, was musst du machen? Und bei Mario und Donkey Kong? Ja, du musst einfach den Springknopf gedrückt halten. Bei Donkey Kong Country Returns für die Wii musst du den Springknopf nach dem Springen loslassen und ein oder zwei Frames, bevor du auf den Gegner triffst, nochmal drücken. Und das ist ein Zeitfenster von ein oder zwei Frames. Wenn du es verpasst, dann springst du nicht hoch ab. Und wenn dein Leben davon abhängt, dann funktioniert es schon mal gar nicht. Dann ist es so, du kannst, wenn, wie du gesehen hast, eine Barrel Roll machen. Wenn du jetzt einen Arsch voll Gegner hast und du machst eine Barrel Roll bei Donkey Kong Country, resettet der diesen Roll-Timer bei jedem Gegner, mit dem du zusammenstößt. Die Wii macht das nicht mit dem Ergebnis, wenn du es versuchst, stirbst du mittendrin. So, die PlayStation, die zähle ich eigentlich gar nicht zu den Retro-Konsolen, aber es ist ein guter Anschluss an die modernen Konsolen. Und die Dinger, die ist auch nicht mehr so leicht zum Funktionieren zu kriegen. Naja, Verschleißteile und alles. Sobald du bewegliche Komponenten einbaust, hast du Probleme. Ja, und das war der Grund, warum ich mich für ein Super Nintendo entschieden habe. Und nicht für eine PlayStation 1. Ich will spielen und nicht darauf warten, dass es geladen hat. So, das kann eine Weile dauern. Da habe ich schon Cut gemacht. Ich wollte eigentlich jetzt erst wieder auf Aufnahme drücken. Irgendwie bin ich ausgerutscht. Endlich. Das Ding ist fast so lahm wie der Amiga oder der Sega 60 ohne. Genau, den Game Crash muss ich überspringen, weil sonst überziehe ich hoffnungslos. Ja, falls ihr Fragen dazu habt. Geladen hat, aber machen wir nachher. So. Habt ihr gesehen, dass Pac-Man durch Mario ersetzt wurde? Hey, Lenkung funktioniert nicht. Ja, versuch mal zu filmen und gleichzeitig ein Spiel zu spielen. Kamera an der einen Hand, Controller an der anderen. Kein Stativ. Okay. Also, Spielentwicklung von 1 nach 5. Spiele haben heutzutage erheblich realistischere Grafik. Nicht nur das, aber sie ziehen da noch mehr hinein. Man braucht länger, um sie durchzuzocken. Also, wissen Sie, diese antiken... Also, früher hat man, wie gesagt, 49 Mark für ein Spiel bezahlt, das, wo nach 5 Minuten die Luft raus war. Heutzutage kriegt man für den Preis ein Spiel, wo man Wochen oder Monate braucht, um es durchzuspielen und möglichst Jahre, bis es keinen Spaß mehr macht oder immer mal wieder spielen. Man muss sich aber auch mit der Welt vertraut machen, mit der Steuerung, den Waffen und den Gegnern. Die alten Spiele, da wirfst du einen Blick drauf und du weißt, wie es geht. Und nach fünf Minuten bist du im Prinzip fertig. Was knistert da noch? Ja. So. Heutzutage hat man häufig nicht die Zeit, um sich auf lange Leistungsdruckgesellschaft macht. Nicht die Zeit, sich auf lange Exkursionen in die Welt des Bildschirms zu begeben. Oh, cool. Es ist heiß. Deswegen frickelt das hier. Wenn ich das Ding jetzt abkühlen lasse, sieht Flappy Bird wieder normal aus. Oder kannst du in Bus und Bahn eine 3D-Brille aufsetzen und einen fetten Joystick mitnehmen? Am besten mit Force-Feedback und so ein Zeug. Nee, in Bus und Bahn geht das nicht. Daheim hat man keine Zeit mehr dafür, oft. Deswegen zockt man lieber Minigames, so kleine Spiele, wie zum Beispiel das hier. Und deswegen werden auch immer noch Leute neue Minigames. Und die werden gespielt, die bleiben angesagt. Und der Klassiker hier. Haben sie nur irgendwie vertauscht im Vergleich zu meinem NES oder irgendwie, naja. So, genau. Das Wichtigste ist jedenfalls, also irgendwie, man legt alte Spiele als Retro-Games mit neuer Grafik neu auf oder man entwickelt neue Minigames. Genau.
Was meint ihr? Ist Retro-Gaming populär? Ich meine, die kreativsten Ideen, die waren alle Anfang der 80er und danach wurde nur noch kopiert und kopiert. Aber, beantwort mal die Frage. Mir ist der Character-ROM-Speicherplatz ausgegangen, deswegen ist es hier unten so ein bisschen rau, da habe ich geschummelt und kopiert, wie es nur ging. Genau, das habe ich nämlich auch vergessen zu sagen. Es gibt noch eine Grafikart, die alle Maschinen oder fast alle Maschinen verwenden, zum Beispiel der und die allerersten IBM-PCs, der Commodore 64 tut das auch, und zwar Kachelgrafik. Jedes 8x8 Pixel ist eine Kachel und man speichert in dieser Kachel nur 8 Bit. Und zwar ist es ein Zeiger auf eine Tabelle und da steht zum Beispiel, da ist zum Beispiel dann die Grafik für das N. Und alles, was ich speichere, ist den ASCII-Code fürs N in dieser Kachel. Dieses Ding braucht 2 Kilobyte. Also die gleiche Grafik, die gleiche Menge Speicher wie vorhin mit dem Channel F, mit vier Farben und solchen klotzigen Pixeln, kann man jetzt mit sowas machen. Das ist Kachelgrafik. Warum keine Emulatoren? Habe ich ja schon teilweise beantwortet mit der Haptik. Wir haben was in der Hand und es wird nie, ein Emulator wird es nie genauso das Gefühl vermitteln können, wie die reale Hardware. Das ist exakt so zu beschreiben, wie wenn man sich ein Bootleg von einem Live-Konzert anhört. Am besten mit einem Diktiergerät aufgenommen, so einem winzigen blechernen Lautsprecher und einem grottigen Mikrofon, sodass wenn du es an eine Stereoanlage anschließt, das immer noch sich kacke anhört. So ist der Unterschied zu dem Bootleg und dabei gewesen zu sein. Und wenn ihr wollt, dass euer Flachbildschirm so, Bildfernseher so einen Sound hat, dann braucht ihr ein 5.1 Soundsystem. Bei diesen Uralt-Fernsehern braucht ihr das nicht. So, genau. Das Handling ist nicht dasselbe. Hier habe ich einen Apple II Emulator. Ich öffne ihn, ich klicke ihn an, ich lade ein Disketten-Image und starte die Emulation. Das emuliert die echte Maschine, so gut es geht, und zeigt sie auf meinem Laptop-Display an, wo das Bild nicht gewölbt ist, wo es die Schlieren hat, die so ein Flachbildschirm hat, dass es von oben aus dem oberen Winkel heller ist und aus dem unteren Winkel dunkler. Es kann zufällig einfrieren, wenn der Computer gerade was anderes zu tun hat. Oh, der Rechner hat 266 MHz und das reicht nicht so wirklich um den Apple II Emulator. Genau, abgesehen davon, dass der Computer, auf dem das läuft, 266 MHz hat und an seiner Leistungsgrenze mit dieser Emulation ist, während der Originalrechner gerade mal 1 MHz hat. Das auf einem echten Apple II zu sehen, und das sehen wir gleich. Apple II Clone. Oh, hier sieht man das gut mit diesem Nachzieheffekt. Ja, erklär doch mal diesen Nachzieheffekt, was ist das? Genau, in der Kamera, die ich benutzt habe, die ist 35 Jahre alt, ist eine Vidicon-Röhre. Das ist, die benutzt eine rechteckige kapazitive Schicht. Wenn Licht auftrifft, wird sie elektrisch aufgeladen. Ein Kathodenstrahl, genau wie im Fernseher, liest diese Schicht aus und liefert einen Pegel. Jetzt ist es so, wenn mehr Licht eintrifft, als dieser Kathodenstrahl auslesen kann, verbleibt eine Restladung mit dem Ergebnis, dass Teile dieses Bildes noch bestehen bleiben. Und hier haben wir einen, der ist 37, aber der Fernseher, den er gerade zeigt, ist 40. Und weil diese Kamera ein bisschen kaputt ist, ist es nicht möglich, irgendwas gescheit scharf zu stellen. Und was auch dazu gehört, ist es anzuschließen, zu sehen, wie die Bildröhre warm wird. Das Bild langsam kommt. Wie man sieht, mit einem 40 Jahre alten Fernseher kann man sogar Fernsehen gucken. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Dass man mit einem Fernsehen gucken kann. Es kommt halt nur Scheiße in der Glotze. Deswegen habe ich so viele Videorekorder. Piep. So. Jetzt fangen wir gleich an mit den ganzen Pro und Contra. Das Handling, du schiebst eine Diskette. Du hast ein physisches Objekt mit Daten drauf. Schiebst du rein. Da sind diese Daten drauf und keine andere. Da ist nicht deine MP3-Sammlung noch mit dabei. Da ist nur dieses eine Videospiel, vielleicht noch zwei andere.
Tja, und jetzt ist es kaputt. Scheiße. Kaputt gegangen. Tja, und das passiert halt mit der alten Hardware. Das wollte ich eigentlich gar nicht zeigen, aber es ist halt zufälligerweise passiert. Also, ja gut, wenn wir schon mal dabei sind. Dann müssen wir das Drecksding eben reparieren. Was ist da kaputt? Soll ich es verraten? PAL-Karte hat Wackelkontakt. So. Wenn ich die PAL-Karte umgehe, habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild, aber ich habe ein Bild. Ein Bild ist besser als gar nichts, aber ich will Farbe. Der Atari kann 6 verschiedene Farben im Hi-Res-Modus anzeigen. Schwarz-Weiß, Grün, Orange-Rot, Blau und Lila. So, also machen wir den Apple II auf und gucken, was da drin kaputt ist. So, und das Bild auf dem Fernseher sollte wahrscheinlich genauso aussehen wie hier. Schwarz-Weiß-Bildschirm. Hier haben wir jede Menge Karten. Die meisten davon braucht er gar nicht. Eigentlich, um Spiele zu spielen, braucht man eigentlich nur die ganz rechts. Das ist der Disketten-Controller. Die anderen sind optional. Das ist zum Beispiel eine Z80-Karte, um CPM laufen zu lassen. Oder ein Modem, mit dem man den Apple II an modernen Computer oder ans Internet anschließen kann. Oder die Language Card, die 16 zusätzliche Kilobyte RAM gibt und ein paar andere coole Features einbaut. Oder die 80-Zeichen-Karte, die für die meiste professionelle Software benötigt wird. Und da ist die PAL-Karte versteckt. Und wenn ich jetzt an der wackel, ist das Bild plötzlich wieder da. Hurra! Burger Time jetzt! Jetzt will ich Burger Time zocken. Das noch ein Amiga. Ich habe zu viel davon. Nee, stimmt nicht. Ich habe nur 4 oder 5 Amigas. Aber 12 C64er. So, wir haben Farbe, wir können es zocken. Und das Witzige ist, es verhält sich sogar auf dem Emulator anders. Auf dem Emulator ist es sofort zur Demo gesprungen, anstatt den Titelbildschirm zu zeigen. Sorry, dass das alles so lange dauert. Und es fühlt sich toll an. Glaub mir, spielt Burger Time mal auf einem echten Apple II. Das macht mehr Spaß als die C64-Version, obwohl der C64 dem Apple II ziemlich überlegen war. So, also was ist toll an einem Emulator? Einen Emulator kann man überall mit hinnehmen. Man kann ihn auf seinem Smartphone installieren und in der Bahn zocken. Das kannst du mit dem NES nicht. Du kannst schummeln, State Saves. Du kannst den kompletten Speicher der Maschine einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder laden. Zum Beispiel nachdem du gestorben bist, letzten Zustand bevor du gestorben bist und das, woran du gestorben bist, vermeidest du. Dann kannst du deine selbstentwickelte Software debuggen, das werden die wenigsten Leute tun, und es kostet nichts. Minuspunkt ist, es wird nie Contra. Ja, Contra kommt gleich hin. Nixi Röhren! Und was auch dazu gehört ist, wenn ich ihn ausschalte gleich. Das Bild dann in sich zusammenfällt. Oh komm, drück drauf, ja. Hat man leider die Hälfte nicht gesehen. Ein Emulator gibt einem das da. Ein Bild im Prinzip. Aber nichts zum Anfassen. Alles, was du hast, ist eine Darstellung der Maschine auf deinem Bildschirm. Aber du hast die Maschine nicht. Genau, ein Emulator ist keine Wertanlage. Der wird nicht irgendwann, der Emulator auf deiner Festplatte wird nicht irgendwann mal mehr wert sein. Du kannst sie nicht bei eBay verticken. Noch ein Minuspunkt ist, Emulatoren sind nicht ganz legal. Also ein Emulator ist legal. Das Problem ist, die ROMs runterzuladen ist nicht ganz legal. Außer es sind Homebrews oder sonstige. Ja. Du kannst die Tastatur anfassen, du kannst die Tasten drücken. Das geht mit dem Emulator nicht, da hast du dieselbe Tastatur wie sonst. Und na, Contra, genau. Du kannst dicht an den Bildschirm rangehen und kannst die statische Elektrizität der Hochspannung riechen. Gruselig. Tja. Genau. Pluspunkt, wie gesagt, ist Haptik. Wir sind Menschen, wir fassen gerne an. Kleine Kinder nehmen alles in die Finger, nehmen alles in den Mund. An den Lippen sind die meisten Rezeptoren, das ist übrigens der Grund dafür. Und was machst du, wenn du ein Spiel auf dem Computer spielst und nicht daran abreagieren willst?
Because of me. It's like I shared all my horrible experiences. It's all my fault. Fuck this game! Die kann man zerstören, aber wie kann man sich an eine Datei abreagieren? Der Computer zerstören. Könnte man. Die Zerstörung über den selben Gegner. Ja, stimmt. Take that, Game. Ach genau, Contra. Das wollte ich eigentlich schon vorher haben. Contra. Ich mache hier nochmal. Vielleicht hier nochmal die Spielfigur ein. Hat ein paar Pixelfehler, weil es dem ROM zu heiß wird, aber. So. Noch ein Pluspunkt von der antiken Spielkonsole ist, also Darstellung, Reaktion, es ist alles schnell. Sie ist sofort einsatzbereit. Habt ihr gesehen? Ich habe das Ding eingeschaltet und es war hier nicht, aber. Aber hier kann man es sehen. Ich könnte es sogar noch mal vorführen, dann müsste ich aber an die Stelle spulen. Das mache ich nachher. Genau. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass ihr einen C64 einschaltet oder ein NES oder ein Atari 2600 und er muss erstmal 5 Minuten Firmware-Update aus dem Internet ziehen? C64 ist ein ganz, ganz schlechtes Beispiel für. Ja, ich weiß denn. Zeichen. Ich habe eine Fastload-Cartridge daheim. Ich habe das Problem nicht. Das macht. Spiel ist 50 Kilobyte groß. Normalerweise Ladezeit 2 Minuten und ein paar zerquetschte. Bei mir macht's geladen. Ja, genau, dann ja. Oder du kaufst dir ein neues Spiel. Wenn du für eine neue Spielkonsole ein neues Spiel kaufst, du legst es ein und du willst spielen, aber nein, es muss erst laden, dann muss es ein Firmware-Update installieren und dann muss es sich selber installieren. Was? Dann, was ich bei der Xbox 1 erlebt habe, Xbox One, ist, du hast ein Spiel, ein Rennspiel. Und du hast eine Auswahl an Autos und oh, ich will dieses Auto fahren. Oh, ich kann nicht. Wie? Ich muss das bezahlen. Was? Ich muss das mit echtem Geld bezahlen? Was? Was zum? Wie? Ich kann diesen Level nur spielen, wenn ich da echtes Geld hinschicke. Nee. Ich habe das Spiel gekauft, das muss reichen. So, Minuspunkt an der antiken Spielkonsole ist. So, wollt ihr immer noch zu mir nach Hause und mich besuchen? Ja. Das ist auch natürlich ein bisschen problematisch, das am Laufen zu halten. Beispiele erübrigen sich nach dem Apple II-Desaster vorhin. Dann, wie ich beim Amiga schon erwähnt habe, Datenträger degenerieren. Und es ist schwierig, ihn mit moderner Hardware zu verbinden. Ein Freund hat beim Umziehen was? Nee. Achso, ich habe gedacht, du meldest dich. Hat beim Umzug seine Kindheitsspielkonsole von 1978 wieder entdeckt. Und wir haben beide Ahnung von Technik. Und wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um sie mit einem 2 Jahre alten Fernseher zu verbinden. Und hätte er nicht die Originalbedienungsanleitung gehabt, wo drin steht, dass sie auf UHF Kanal 32 sendet, hätten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde gebraucht. So, okay, kommen wir zur Homebrew-Demo-Szene. Wir haben die alten Kisten und aus irgendeinem Grund gibt es immer noch Leute, die neue Videospiele dafür entwickeln oder Spiele hacken. Ich bin einer davon. Da mal ein paar Beispiele. Das ist mein Firmenlogo, Senil Data Systems. Elektronische Datenverarschung. Ja, also wie man sieht, das ist dasselbe Spiel wie Super Mario Brothers, nur mit anderen Leveln und anderer Grafik. Seitdem es Level-Editoren dafür gibt, hat jeder eins. Wenn ihr mal guckt, wie viele Super Mario Bros. 1-Hacks es gibt. Es gibt mehr Super Mario Bros. 1-Hacks, als es jemals Spiele für diese Konsole gab zu ihrer Lebzeit. Ein weiteres Spiel, das ich programmiert habe, das ist jetzt ein echtes Homebrew, kein ROM-Hack. Das ist ein echtes Homebrew, nämlich Bomberman 3. Weil ich gedacht habe, weißt du, das ist kacke. Schön, Bomberman 2 unterstützt diesen 4-Spieler-Adapter, aber maximal 3 Spieler. Das ist Bullshit. Weil die Nachbarskiddies vollkommen süchtig sind nach dem Spiel, habe ich das halt eben mal programmiert. Es hat coole zusätzliche Features, die das Original nicht hat. So, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe Color Warm vom Atari ST auf den Commodore PET portiert.
schalte das Ding einfach mal aus. Brauche ich eh nicht. So, hier bist du. Du erkundest deine Umgebung. Oh, da ist ein Gegner. Er hat 28 Kraftpunkte, du hast 20. Ich greife ihn mal an, mal gucken. Ihm zieht das 6, mir zieht das 8. Also, es zieht mir mehr als ihm. Also muss ich ihn wohl in die Grube schubsen. So, jetzt ist er in der Grube. Schön. Jetzt bin ich ihn los. Jetzt hole ich mir erstmal Waffen. Axt, Schild. So, hier haben wir unter DOS. Dann habe ich mir noch, hab ich noch Tron gebaut für DOS. Und 8 Spieler auf einmal. Ich meine, Tron Light Cycles kennt ihr, dieses Schlangenspiel mit unendlich langen Schlangen. Wo es darum geht, der letzte Überlebende zu sein. 8 an einer Tastatur. Cool, oder? So, warum neue programmieren? Also, das ist übrigens der Quellcode für diese Präsentation. Ist das Ding scharf genug, dass man sich das da abtippen kann, während es runterläuft? Ich glaube nicht. Das ist auch nicht ernst. Ist auch nicht ernst gemeint, weil ich stell die eh online. Also ziemlich wahrscheinlich zumindest. Also warum Retro-Programming? Es ist eine Kunst. Wir dürfen den Bezug zur Hardware nicht verlieren. Oder zumindest, ich will den Bezug zur Hardware nicht verlieren. Heutige Maschinen sind so komplex, dass kein vernünftiges menschliches Wesen sie verstehen kann. Sie sind zu komplex, sie haben zu viel Rechenpower. Und als dass ich mir überlege, so, okay, ich habe einen Algorithmus, der schafft es, das Problem in einer Million Rechenschritten zu lösen. Ich überlege mir nicht, ob ich es in 10.000 Rechenschritten schaffen kann. Weil auf moderner Hardware ist eine Million Rechenschritte und 10.000 Rechenschritte ungefähr die gleiche Millisekunde lang. Auf der Kiste macht es einen Unterschied, einen gewaltigen Unterschied. Einen Unterschied von zwischen einer Zehntelsekunde und einer ganzen Minute. Also, ich habe keinen Ansporn, effizientere Programme zu schreiben. Mein Programm braucht unglaublich viel Speicher und ich überlege mir nicht, ob ich es irgendwie effizienter machen kann, ob ich aus jedem Byte, das ich habe, aus diesen 8-Bit, wie viel Information kann ich in 8-Bit stecken? Naja, zum Beispiel eine Zahl von 0 bis 63, ein 2-Bit-Inam und ein Boolean. Zum Beispiel. Also hier sieht man mal, wie kompliziert die 6502 CPU ist. Das ist ein Die-Shot vom 6502 und der ist ziemlich übersichtlich, da kann man fast den Bytes noch guten Tag sagen im Opcode-Decoder. Das ist ein i7. Etwas moderneres Maschinchen. Und an diesem Gefrickel da, das ist ungefähr so Logik-Schaltung. So, wo passen wir den 6502 da mal rein? Also, ganz grob gepeilt. Also ihr seht, wie riesig dieses Ding ist und ich würde mal sagen, vom Funktionsumfang, also von der Anzahl der Gatter her, ganz grob gepeilt, ist ein 6502 das da. Süß, ne? Also ich finde, Retro-Programming ist eine Kunst, die auf einer Stufe stehen soll wie andere obsolete Künste, wie zum Beispiel Teppichknüpfen oder... Mir fällt leider nichts Besseres ein, deswegen sage ich es mal, Malerei. Seitdem es Fotografie gibt, ist Malerei eigentlich obsolet. Weil man mit Malerei aber Dinge ausdrücken kann, ist es nicht obsolet. Aber es gibt trotzdem Leute, die fotorealistisch malen. Das heißt, die Gemälde produzieren, die aussehen wie Fotos. Warum nehme ich nicht ein Foto? Ich glaube, die Frage erübrigt sich, weil es ein Unterschied ist, ob es ein Mensch gemacht hat, der da Stunden an Anstrengung reingesteckt hat oder eine Handvoll chemische Prozesse, die gegeben sind. So. Übrigt sich, oder? Einfach der Wert. Es ist der Wert. Leute, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, aber ich versuch's zumindest. So, Demoszene. Was können wir aus der Hardware rausquetschen? Was wäre möglich? Wenn das damals gegangen wäre, der Typ, der den C64 entwickelt hat, der diese Grafik da gerade produziert. Ich meine, 9 Jahre nach dem C64 kam der Super Nintendo raus und er konnte das da. Aber auf dem Super Nintendo sieht das nicht so gut aus. Alles, je weiter was weg ist, desto mehr frickelt's. Das fängt halt an, ja genau. Super Mario Kart gespielt.
nämlich diesen Wellenbewegungseffekt. Man widerlegt die Obsoleszenz der antiken Hardware. Ich meine, wenn es Spaß macht, ist es nicht nutzlos. Klar, die meisten Leute werden sagen, nur das ist alt, also ist es obsolet. Aber Leute, schnappt euch einen Controller und zockt eine Runde. Und wenn ihr keinen Spaß habt, könnt ihr heimgehen. Was haltet ihr von einem sich drehenden 3D-Würfel? Auf einem sich drehenden 3D-Würfel als Textur. Ziemlich beeindruckend, oder? Auf einem PC mit einem Megahertz. Nur weil euer Handy das auch kann. So, was ist maximal möglich? Ja, genau, Schulz jetzt. Ich zeige jetzt noch ein bisschen Demo-Szene. Warte so einen Klang nicht von einem Flachbildfernseher. Allerdings kann sowas passieren bei einem Fernseher. So, das war's jetzt im Wesentlichen. Wenn ihr rausgeht, pass auf, da draußen ist die Wirklichkeit, da müsst ihr ein paar Regeln beachten. Keine Extra-Leben, keine Pausefunktion, Power-Ups sind nicht kostenlos, man kann nicht so hoch springen wie Mario. Wenn einem wehgetan wird, dann tut das weh. Begrenzte Munition, begrenzte Energie, man sieht nicht, wie viele Punkte man hat, Schummeln hat negative Effekte, aber gute Kollisionserkennung. So, wollen wir zocken? Oder, ach genau, hier hab ich noch vom Video Game Crash. Du könntest jetzt eigentlich auf Stopp drücken, wenn du willst. Wir haben noch Aufnahmezeit, erzähl einfach noch ein bisschen. Oh super, dann geh ich hier einfach mal zurück zum... Das ist cool, ich kann vorwärts und rückwärts blättern, ne? Ist das cool oder ist das cool? Wow, es ist heiß. Okay. Also der Videogame Crash, der kam halt hier nicht an. Okay, hat jemand Lust nachher Kung Fury zu sehen? Ich hab den hier auf Band. Ist nicht. So, den Fernseher brauchen wir erstmal nicht. Und das gehört auch dazu. Flachbildfernseher macht das nicht. So. Ah, genau. Also. Der Videogame Crash kam hier im Prinzip nicht an. Ich weiß nicht, ob ihr eben diese Fotos gesehen habt von den ganzen Konsolen. Vor dem Videospiele-Crash gab es eine gigantische Menge an vielen, vielen zueinander inkompatiblen Heim-Videospiele-Systeme. Und die Softwarehersteller wussten nicht, für welches Modell sie entwickeln. Weil sie wussten nicht, welches davon sich durchsetzt, welches hat bessere Grafik oder welches ist leichter zu programmieren für. Dann, Anfang der 80er, die Heimcomputer werden mächtiger, wir kriegen den Commodore 64, die Atari 8-Bit-Serie hat schon 1979 einen wirklich extrem mächtigen Heimcomputer auf den Markt gebracht und der Hobbybastler, Hobbyprogrammierer kann anfangen zu programmieren und er denkt, oh, Videospiele heben gerade so total ab, ich will auch von dem Kuchen haben, ich will auch Kohle, ich stehe auf Kohle. Also fangen sie an, ich muss ein Videospiel programmieren. Was programmiere ich? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn gerade so draußen? Okay, machen wir eine Kopie von Pac-Man. Schön, okay, gibt's schon. Egal, aber vielleicht kriege ich... Ich nenne es ein bisschen anders und nenne es ein bisschen cooler und mache eine coole Geschichte draußen. Vielleicht kaufen es dann Leute. Vielleicht die Deppen. Ja, und das Problem ist, ich kann nicht programmieren oder ich kann nur nicht besonders gut programmieren und das Ergebnis sind halt Spiele, die kacke sind. Wenn du Glück hast, genau, es gab kein Internet, wie gesagt, die Leute konnten nicht nachschauen, ob ein Spiel was taugt oder nicht. Also kaufen sie das Spiel, stecken es rein und ja, Alter, ist das scheiße, ey. Ey, ich will mein Geld zurück. Und dann bleibt der Verkäufer auf seinem Inventar sitzen, will von der Videospielfirma dann natürlich das Geld zurück, weil sonst geht er pleite. Und dann macht er die Videospielfirma pleite. Die Videospielfirmen, die nicht pleite gegangen sind, haben gesagt, okay, Heimkonsolenspiele sind wohl offensichtlich eine passing fad, das ist eine Modeerscheinung. Wir ziehen den Stecker. Ja, und selbst die großen Videospielfirmen haben halt haben gedacht, oh, wir wollen mehr Geld, also machen wir mehr Spiele. Mehr Spiele in schnellerer Zeit. Die Entwickler sagen, es braucht hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Es braucht ein halbes Jahr, um ein gutes Atari 2600 Spiel zu schreiben. Bedenkt, keine Compiler, keine tollen,
keine tollen Entwicklungsumgebungen mit Syntax-Highlighting oder solchen Sperrenzchen. Assembly-Programmierung. Keine gescheiten Debugger, wo man durchsteppen kann. Wobei der Atari 2600 hat eine ganz coole Debug-Option. Er hat Grafikspeicher für eine Scanzeile. Das heißt, man muss jede Scanzeile den Bildschirminhalt neu berechnen. Und wenn die CPU abgestürzt ist, hat man halt Streifen gesehen. Und man kann an dem Muster und den Streifen erkennen, kann man ungefähr erkennen, wo im Code er abgestürzt ist. Aber nicht warum. Also viel Spaß beim Debuggen. Das ging nicht. Also halbes Jahr für ein gutes Spiel. Und dann haben sie gesagt, okay, hier, du hast jetzt 5 Wochen Zeit, um ein Videospiel zu dem Film E.T. zu entwickeln. Das Ding war buggy, glitchy, fast unspielbar. Die Kiddies wollten ihr Geld zurück, haben gesagt, okay, wir können keinem Hersteller mehr trauen, nicht mal dem Großen. Wir kaufen überhaupt gar keine Spiele mehr und weg war der Markt. Genau, hier ist eine Liste, hier ist eine Auflistung aller Videospielkonsolen, die es vor dem Crash gab. Das sind ein paar viele, ihr müsst es euch ja nicht mal durchlesen, nur die schiere Menge. Ja? Ja, noch was wir mit allen alten IT-Cartridges angestellt haben. Was? Sag. Das müsstest du wissen. Ich? Was haben die da gemacht? Ja. Außer es zu zocken. Na, die alten IT-Cartridges, dass man die am Ende sogar in die Wüste... Genau, die man verbuddelt hat, ja. Ach so, das sollte ich erzählen, meinst du? Das meinte ich. Klar. Dann noch eine Fehlentscheidung seitens Atari, also wenn ihr es unbedingt wissen wollt, noch eine Fehlentscheidung seitens Atari war, okay, E.T. ist so ein Monsterfilm und Videospiele sind so toll momentan oder immer noch so toll, wir haben noch nicht die letzten Quartalsergebnisse, wo die Zahlen rückläufig sind, die haben wir noch nicht, deswegen denken wir, oh, es geht immer noch nach oben. Ja, wie viele Atari 2600 gibt es? 2 Millionen? Okay. Die Leute werden sich ein Atari kaufen wollen, um dieses Spiel zu spielen. Stellt 10 Millionen Kopien her! Ernsthaft. Die haben zu viele Kopien von den Spielen hergestellt. Die Kopien, für die es Konsolen gab, haben sich nicht verkauft oder beziehungsweise wurden verkauft und dann wollten ihr Geld zurück. Und dann haben sie es in der Wüste verscharrt, weil es billiger war, die Dinger wegzuschmeißen. Als sie zu recyceln und sie wollten auch nicht, dass irgendjemand dann sich das schnappt, dass irgendwas ist verbuddelt.